Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen im New Yorker Hafen und bei der West Virginia. Die und noch einige andere haben ja noch gefehlt. Und es gibt Neuigkeiten zur West Virginia, aber nicht in dem Ausmaße, wie es bei den anderen Schiffen der Fall war. Sondern Wargaming hat auf das immense Feedback zur Implementierung der West Virginia reagiert und gesagt, ja, das hier ist eine 1941er West Virginia. Und alle, die sich eine weiter fortgeschrittene, also umgebaute West Virginia gewünscht hätten oder immer noch wünschen, denen wird nun entsprochen. Sprich, diese West Virginia kommt mit dem Zusatz 41 ins Spiel und zu einem späteren Zeitpunkt, denn Wargaming möchte hier explizit anmerken, dass auch das Umbauen, nicht nur das Kreieren, also das Modellieren von Anfang an, sondern auch dann quasi das Ummodellieren, eine relativ große Zeit in Anspruch nimmt. Deswegen wird das nicht von heute auf morgen passieren, sondern in den kommenden Monaten wird dann quasi auch eine spätere Ausführung der West Virginia ins Spiel kommen. Die allgemeine Frage, die ich mir dazu stelle, ist dann natürlich, wenn das ein Geldpremium ist, kommt dann die Kopie, die spätere Ausführung ebenfalls für Geld und wie lange wird das dauern? Denn natürlich wird sich niemand eine West Virginia kaufen, wenn ein Monat darauf die ausgebaute West Virginia kommt, die dann natürlich in allen Bereichen besser sein könnte oder wird. Und die nächste Frage, die sich mir stellt, natürlich neben dem Wissen, dass es ein wirtschaftlicher Aspekt ist, dass die natürlich nicht zeitnah aufeinander folgen werden, sondern durchaus eine gewisse Zeit voneinander abgegrenzt bleiben, ist, wird die dann auf derselben Tierstufe zu haben sein oder eben eher durch die Ausbauten eine höhere Tierstufe zugeordnet, vielleicht dann wieder Tier 7 wie die Colorado oder vielleicht gar Tier 8, wenn es die Stats denn erlauben. Die Geschwindigkeit wird es nicht, aber es gibt ja durchaus einige andere Möglichkeiten, hier ein Schiff stark zu pushen, damit es irgendwo reinpasst. Ich tippe dann eher auf Tier 7. Und eine zusätzliche Frage, die ich mir stelle, kommt die dann ebenfalls, wie diese vielleicht, für Echtgeld? Oder können wir den Klon, unter Anführungszeichen, die sie ja ist, für Kohle erwerben? Das wären meine Fragen, die ich leider auch nicht beantwortet bekomme, zumindest momentan noch nicht. Dafür ist es noch viel zu früh, aber sobald ich etwas weiß, werde ich euch wissen lassen, was dabei rausgekommen ist. Ich freue mich über jedes neue Schiff. Diversität ist immer gut und es wird so langsam. Es ist für jeden was dabei, das finde ich geil. Na gut, das war jetzt alles zu West Virginia. Kurz und knackig, ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Gefecht. Ciao.